Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Summer Lovin' Palette von BH Cosmetics. Ich habe sie gerade fürs Intro, beziehungsweise wird es ein Intro, keine Ahnung, auf jeden Fall schon mal ausgepackt. Bevor ich mich hier anfange zu verquatschen, auf jeden Fall ein paar Sachen zu der Palette. Natürlich wieder von BH Cosmetics, habe ich glaube ich auch schon erwähnt. Ihr habt 4x4 Layout mit 16 Farben. What a surprise, 4x4. Ihr habt wieder diese Art von Spiegel und es ist eine Palette aus der Mini-Familie, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, alle Paletten, beziehungsweise ich weiß, dass ich alle Paletten dazu reviewt habe, da ich einfach solche Größen mag. Die sind sehr handlich. Ich bin sowieso ein BH-Sammler, deswegen werde ich wahrscheinlich alle Paletten, die in dieser Größe rauskommen, auch reviewen. Ich werde, glaube ich, auch eine Playlist anlegen. Ich weiß, ich lege mittlerweile für alles eine Playlist an, aber ich mag es, alles sortiert zu haben. Palette kriegt ihr in Amerika von 11 bis 13 Euro, je nachdem, wie der Kurs mit Dollar zu Euro ist. In Deutschland kostet sie, glaube ich, 14 Euro und ich habe sie tatsächlich diesmal in Deutschland bestellt, weil es gab kostenlosen Versand und einen Rabattcode, den ich angewendet habe. So, zu der Farbfamilie. Also ihr habt auf jeden Fall schon sehr viele neutrale Farben und was die Popfarben angeht, geht es eher ins Pinke bzw. Rote. Es ist kein Echtrot, auch wenn es hier so scheint. Es ist ein leichter grauer Unterton da. Ansonsten haben wir hier so eine relativ dunklere pinke Farbe, so ein bisschen Berry-mäßig. Dann haben wir hier ein Bordeaux und hier oben haben wir so ein Lila. Ansonsten haben wir hier viele neutrale Töne, also verschiedene Braunfarben mit Untertönen. Also 7 Schimmerfarben, das heißt, wir haben 9 matte Farben. Haben wir hier einmal so ein Gold, darunter haben wir dann eher so ein Silber, würde ich sagen. Aber auch nicht wirklich, da ist ein leichter goldener Duochrome-Effekt. Auch bei dem Gold ist es so ein Weißschimmer, der drin ist. Dann haben wir so eine schimmrige rote Farbe, die hat einen Goldschimmer drin. Also es sind mal wieder Duochrome-Farben. Hier scheinen es ein bronziger Ton zu sein mit goldenen Glitzerpigmenten, ein Lila, einmal so ein rötlicheres Bronze und hier haben wir so eine Lachsfarbe, ist auch nicht wirklich Lachs. Also ich würde mal sagen, es ist ein schimmriges Rot. Auf jeden Fall habt ihr jetzt alle Farben ordentlich gesehen. Cruelty free und ich sag mal vorsichtshalberweise vegan, weil BH Cosmetics eigentlich alle Paletten vegan hat. Aber ich bin mir da nicht 100% sicher, deswegen sage ich jetzt nichts. Aber ich würde euch jetzt ranzoomen und wir würden uns an den First Impression Part endlich machen. Ich habe hier so ein bisschen so eine Setting Farbe, könnte aber auch schon eine leichte Transition Farbe sein. Und wir gehen leicht übers Auge. Also für mich ist es auf jeden Fall kein Transition-Ton mehr, sondern eher so ein Setting-Ton. Dann würde ich einfach nach links gehen und hier diese Farbe hinnehmen. Für euch ist es wahrscheinlich rechts gewesen jetzt. Und die packe ich mal in die Crease. Extrem pigmentiert. Also einmal reintippen reicht. Ich bin hier jetzt natürlich nicht extrem überrascht, weil ich habe alle anderen Paletten und ich weiß, dass die Qualität bei allen Paletten eigentlich so ist. Eine Sache, die ich bei BH wirklich mag, ist, dass man sehr wenig arbeiten muss, um die Lidschatten ausgeblendet zu haben. Gerade so was die ganz neuen Paletten angeht. Mache ich jetzt hier mal diese ganz dunkle Farbe und die packe ich in die Crease mit so einem noch kleineren Blender. So einem Detailer. Und das ist die Nummer 20 aus der Vegan-Reihe. Und da bestimmt einige Leute wieder fragen werden, weil viele Leute immer fragen. Und das ist auch gut. Stellt immer ruhig Fragen. Ich versuche immer zu antworten. Viele Pinsel gibt es von BH nicht in Deutschland und nicht nur Pinsel, sondern Paletten. Und zwar bestelle ich immer aus Amerika, weil in Deutschland man gefühlt nur 50%, wenn nicht weniger, vom ganzen Sortiment hat. Dann denke ich mir halt jedes Mal so, warum könnt ihr den Rest nicht einfach dazugeben? Ich bin jetzt nicht deren PR-Management, aber so Leute wie mich nervt es einfach, dass es viele tolle Produkte gibt, so wie ich feststellen musste, die ich einfach bestellt habe auf eigene Faust, die es einfach in Deutschland nicht erhältlich gibt und es nervt. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mit dem weißen Ton unter die Augenbraue, um ein bisschen zu highlighten. Und um zurück aufs Thema zu kommen, gibt es ein paar Sachen, die halt vom Vorteil sind, wenn man aus Amerika bestellt. Einerseits, Dollarkurs ist ein bisschen schwach, deswegen sind die Dinge billiger als in Deutschland. Natürlich, wenn man sich so Versand anguckt, ist es nicht immer der Fall, aber in Amerika habt ihr ein viel besseres Code-System. Das heißt, ihr könnt Influencer-Codes nehmen, dann gibt es immer irgendwelche Rabattaktionen, wie sagen wir mal, kostenloses Geschenk und sowas. Viele Leute machen ja dieses Couponing und sowas, wo sie sehr viel Geld sparen. Deswegen ist es in Amerika viel einfacher, das zu machen. Deswegen spart man da wirklich teilweise 40 Euro beim Einkaufen, wenn man, sagen wir mal, einen Code für kostenlosen Versand kriegt. Wenn man, sagen wir mal,
mal noch ein Geschenk dazu kriegt, wie zum Beispiel eine Palette im Wert von 11 Euro, manchmal 15 Euro. Dann noch irgendwelche Glitzer, die ich letztens kostenlos mitbestellt habe. Dann noch ein Influencer-Code von 15% und dann hatte ich noch so einen 7% Rabatt gefunden, den ich mit draufpacken konnte auf den ganzen Einkauf. Und die kann man halt kombinieren. Nicht immer. Manchmal ist es halt so, dass man nur den Rabattcode einzeln benutzen kann. Dann nimmt man einfach den, der mehr Prozent hat. Aber trotzdem lohnt es sich. Allerdings ist da immer die Gefahr, dass es alles beim Zoll landen kann. Ich habe schon mal für 80 Euro bestellt. Hatte ich bis jetzt immer Glück, dass die nicht beim Zoll gelandet sind, aber ich lege da meine Hand nicht ins Feuer. Wenn ihr euch ganz sicher gehen wollt, dann müsst ihr 22 Euro Warenwert haben. 22 Euro Warenwert bedeutet zusammen mit dem Versand. Ein Tipp, wenn ihr YouTuber seid, die Paletten kommen in Amerika viel früher raus als in Deutschland. Manchmal 3 Tage, manchmal 7 Tage. Es gibt ja viele Pinsel, die ihr in Deutschland nicht kriegt, die eigentlich besser sind, als die es in Deutschland gibt. Wie zum Beispiel so ein Detailer-Blender, der ist ja im Vergleich zu einem normalen Blender, ist ja ein Weltenunterschied. Den Fanbrush gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Dann diesen Highlighter-Pinsel gibt es in Deutschland nicht. So, hier die Nummer 15 auf jeden Fall. Also viele Pinsel, die ich halt täglich benutze, ist halt echt sehr schade, weil es halt wirklich gerade für Sammler ein bisschen blöd ist und für Leute, die wirklich eine vollständige Kollektion haben wollen, wenn sie als Artisten arbeiten. Also natürlich war das jetzt nicht sehr spektakulär, was mein Auge angeht. Für die andere Seite, ja, auf jeden Fall das Rot als Transition-Farbe nehmen. Sehr schön pigmentiert, blenden sich sofort aus, bauen sich auf. Qualität ist top gerade. Und dann nehmen wir für die Crease auf jeden Fall dann diesen Bordeaux-Ton. Und ich hoffe, dass die beiden zusammengehen. Weil es natürlich sehr pigmentiert ist. Also, das ist krass. Es geht eher ins Kirschige, in Kirsch rein, als ins Bordeaux. Auf jeden Fall gehe ich in dieses dunkle Braun hier. Sehr professioneller YouTuber. Ich kann auch nicht mehr reden. Sehr toll. Aber ich versuche ein bisschen die Ränder zu verdunkeln. Das klappt nicht. Deswegen versuche ich einfach dieses Rot aufzubauen in den Ecken. Also die Farbe lässt sich auf jeden Fall aufbauen, um einen dunkleren Effekt zu haben. Auf jeden Fall diese hier von den Matten. Einmal hier so ein neutraleres Braun. Einmal hier so ein dunkleres Braun. Was ein bisschen mehr ins Rötliche geht. Und die würde ich einfach beide unters Auge auftragen. Einmal machen wir hier so eine ziemlich neutrale Seite. Dann nehme ich erstmal das hellere, was schon ein bisschen so ocker ist, würde ich sagen. Vielleicht nicht so nicht so hell, aber schon eher in dieses Ockermäßige. Und mit den rötlicheren Braunen können wir das einfach ein bisschen verstärken. Was halt richtig krass pigmentiert ist. Nehme ich gleich mal mit nach oben auf, damit die Farben sich ein bisschen verbinden. Das blende ich ein bisschen aus mit so einem kleineren Blender. Dann nehme ich nochmal das ganz dunkle Braun nochmal. Hier versuche ich noch ein bisschen mehr Halo-Effekt zu erzeugen. Was natürlich auch sofort geklappt hat. So, machen wir nochmal das andere Auge sofort, damit es nicht so komisch und unterschiedlich aussieht. Natürlich habe ich eine Sache vergessen. Und zwar highlighte ich auch meine Augenbraue hier und blende das ein bisschen ineinander, damit es nicht so krass unterschiedlich aussieht. Ich nehme einfach die gleichen Brauntöne wie gerade eben und gehe einfach wieder unters Auge. So, natürlich mein Lieblingspinsel, die Nummer 8. Nehme ich erstmal hier diese dunklere Farbe. Ich arbeite mich diesmal vom Dunkeln. Ich arbeite, glaube ich, immer vom Dunkeln zum Hellen, was schon mal Töne angeht. Und ich mache ein typisches Halo-Eye. Das sieht ja an meinem Auge immer am besten aus. Trage Lidschatten übrigens immer trocken auf, bevor ich überhaupt etwas sage. Sehr schön. Mit der etwas helleren Farbe hier unten werden wir auf jeden Fall das weiterführen. Die scheint ein bisschen gelber zu sein, also man sieht auf jeden Fall einen Farbunterschied. Wenn man es gut ausblendet, ist es natürlich kein Problem. Und da kommt dieses Champagner-mäßige auf jeden Fall durch. Dann haben wir hier, oh, dieses ganz helle in der Mitte. Und ich sehe, das hat einen Pink-Shift. Das kann jetzt sehr spannend werden. Das will ich auf jeden Fall versuchen, in die Mitte für den Spotlight-Effekt zu platzieren. Also zusammen mit der drunter liegenden Farbe ist es eher zu so einem Gold geworden. Es ist schon nur sehr minimal, leider. Allerdings will ich das nicht aufgeben. Ich nehme Pencil Brush und pack das mal in die Inner Corner. Ich ziehe das auch halt auch ein bisschen nach unten. Okay, also die Farbe,
die ist schon eher Gold. Also das Gold kommt eher durch. Allerdings, wenn ich mich ein bisschen drehe, kommt so ein leichter pinker, rötlicher Unterton dazwischen raus. Ich nehme einfach das in der Mitte. Und da ist auch Gold drin, deswegen müsste es passen. Ich mache erstmal unterm Auge, weil das halt schon echt ein bisschen dunkler ist. Also es war eine gute Entscheidung, das nicht direkt raufzuhauen, weil sonst hätte ich es jetzt bereut. Ich nehme mal jetzt für die dunklere Farbe das Lila auf der anderen Seite. Dann wollte ich auf jeden Fall dieses Gold hier in der Ecke in die Mitte, damit ein richtig krasser Farbunterschied da ist. Bin ich jetzt sehr gespannt. Natürlich wird es sich jetzt ein bisschen vermischen, aber wie wir wissen, hat BH Cosmetics Goldtöne einfach den Dreh raus. Die sind einfach wie Butter. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit von der Kamera weg und ihr seht alles. Dann lässt sich richtig schön ineinander blenden. Es hat einen richtig schönen Effekt jetzt bekommen. Allerdings gehe ich nochmal mit dieser etwas, sagen wir mal, Dazwischenfarbe. Es ist halt so ein bisschen so Gold, ein bisschen Rot. Und mit der versuchen wir, die beiden Sachen zu verbinden, damit das ganze Lila nicht so ganz verloren geht. Ich schnappe mir auf jeden Fall nochmal diesen Goldton, diesen Ton hier in der Mitte. Und damit highlighte ich Inner Corner nochmal ordentlich. Und auch ein bisschen die Augenbraue. Wow. So, wir haben alle Farben verwendet. Ich werde mal ein bisschen Mascara, ein bisschen Eyeliner-Action machen. Und wir sehen uns gleich nochmal zu der Nahaufnahme. Aber ansonsten mache ich jetzt erstmal hier Pause. So, ihr seht mich jetzt vom Nahen, damit ihr alle meine Fehler erkennen könnt. Und zwar habe ich einmal geditcht und ich konnte es nicht mal wegmachen. Aber auf jeden Fall, hier seht ihr nochmal die Lidschatten. Also die funkeln wirklich in allen Tönen. Man sieht, Gold geht raus, Pink kommt rein, Rot kommt rein. Also wirklich alle Farben wunderschön, sehr stark pigmentiert, wie ihr sehen könnt. Also ich kann noch mehr rangehen. Ja, das sieht man auch schon richtig geil, wie ich viele Fehler gemacht habe. Aber auf jeden Fall gerade sagen, dass ich sehr schock bin. Nicht, dass ich es nicht erwartet habe, aber ist doch mal eine positive Verbesserung, würde ich mal sagen. Gerade was diesen einen Schimmer antun. Schimmer-Pinkton angeht. Und ja, können wir mal kurz darüber reden, dass ich hier den ganzen Part mit links gemacht habe. Und den Schluss habe ich dann verkackt, weil ich tausendmal ausbessern musste, weil dieses Lid einfach viel mehr fällt als dieses. Und wenn ich Eyeliner ziehe. Aber auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal ins Fazit. Also hier seht ihr mich nochmal vom Weiten und ihr seht, also die Augenlooks. Ich frage mich dann, warum einige Marken dann so 50 Euro verlangen, wenn man sowas für 11 Euro kriegt. Genau. Auf jeden Fall, ich kann mich bei dieser Palette wirklich nicht beschweren. Die Farbstory ist mal was ganz anderes, nicht was neu entdecktes, bla. Aber auf jeden Fall, Qualität ist sehr gut. Von allen eigentlich. Ich habe keine einzige Farbe drinnen gehabt, die eine Scheißqualität hatte, bin ich ganz ehrlich. Formulierungen sind on top, wie immer. Muss ich BH Cosmetics hier auch loben. Sehr gelungene Palette, gefällt mir sehr. Farbstory mag ich auch sehr. Natürlich bleibt die American Sunset Palette meine Lieblingspalette. Allerdings, wenn ihr etwas Kühleres haben wollt, bisschen mehr Beerige, bisschen Pinkere, denke ich mal, dass es eine richtig geile Alltagspalette für euch sein könnte. Wenn ihr euch jetzt sagt, okay, die Farben sind jetzt nicht so geil, aber ich bin interessiert. Ich habe auf jeden Fall im Hinterkopf, dass ich die Playlist anlege. Ansonsten habe ich, wie schon gesagt, aus dieser Serie alle Paletten reviewed. Da gibt es viele verschiedene Farbstories, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich würde einfach sagen, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und in die Kommentare schreiben, warum es euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Ich versuche eigentlich immer auf alles zu antworten, deswegen könnt ihr auch gerne Fragen zu der Palette reinstellen oder schreiben, wie euer Tag war. Ihr wisst, ne? Ansonsten sind alle Social Media Links mittlerweile in der Infobox verlinkt, von Twitter über TikTok zu Instagram. Ich bin da immer sehr aktiv, viele schreiben schon mittlerweile mit mir. Wow, ich laber sehr gerne sehr viel, deswegen könnt ihr mich da auch gerne kontaktieren, falls ihr mal labern wollt. Ansonsten würde ich einfach sagen, könnt ihr jetzt meinen Kanal abonnieren. Das heißt ja mittlerweile Weekend Chill auf diesem Kanal, das heißt, es kann auch Freitag ein Video kommen. Wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Woche am Samstag um 17 Uhr zu einem neuen Video. Ciao!